Ich freue mich jedes Jahr, wenn der FUK stattfindet, denn das findet am Wochenende statt und Sie kennen das ja selbst. Wenn man am Mittwoch dann hier in diese Uni reinkommt, denkt man, hier wird alles abgebrochen und neu aufgebaut, denn es ist einfach unglaublich, welche Veränderungen dann immer hier vor sich gehen. Uns wird von außen gesagt, dass es Europas größter Familienunternehmerkongress ist. Etwa 280 Teilnehmer tauschen sich hier in den Hallen der Universität jährlich aus zu bestimmten Fragestellungen in einem sehr offenen Format, wo natürlich auch die Wittener Forschungsergebnisse systematisch vorgestellt werden. Dieser Kongress ist eine Plattform für Familienunternehmen. Ein Ort, wo man sich kennenlernen kann, ohne dass die Presse dabei ist, ohne dass man irgendwie Scheu haben muss, dass Probleme, die man in den Workshops gemeinsam erarbeitet und bearbeitet, dass die in die Öffentlichkeit getragen werden. Und deswegen ist es ein Ort, in dem viele Familienunternehmen Jahr für Jahr wieder herkommen. Familienunternehmerkongress ist aus meiner Sicht eine super Sache, weil er nicht nur Familienunternehmer in den Austausch bringt, sondern weil er eigentlich zeigt, was ein Wittner-Student kann. Dieser Kongress wird mit Herzblut von unseren Studenten gemacht und ich lade jeden ein, sich das mal anzuschauen. Ich glaube, dass das ein einzigartiges Format ist, wo man auch die Atmosphäre von Witten am besten spüren kann. Von dem Thema, von der Findung des Themas bis hin zu der Durchführung, bis hin zur Abschlussrede sozusagen, ist es komplett in der Hand dieses studentischen Teams, meistens 4 bis 6 Leute. Man muss budgetieren, man hat nicht nur freie Hand und kann einfach irgendwie Geld aus dem Fenster rausschmeißen, sondern muss für jeden Cent kämpfen irgendwie, weil das man auch vor der Uni rechtfertigen muss. Und deswegen, also klar, es ist viel Persönlichkeitsentwicklung, aber man lernt auch wirtschaftlich sehr, sehr viel, was man auch nicht unbedingt im Praktikum sieht, weil man sein eigener Chef ist und für alles selbst gerade stehen muss. Das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung. Sie müssen ja wirklich organisieren von der Badausstattung bis hin zum Shuttle-Service, zum Hotel und Hotelbuchung. Also da ist wirklich einmal komplett Paket, alles drin. Event-Management für Anfänger. Ja. Ja. Ja, wirklich. Also es geht inhaltlich los, das Thema wird auserkoren bis hin zur Klorolle. Es ist alles dabei. Ja. Alles. Von daher fängt man eigentlich bei Null an, das kann man wirklich so sagen. Außer die wunderbaren Kontakte, die wir natürlich durch die Uni zu Familienunternehmern haben, die bestehen natürlich. Wenn wir die alle auch noch selber suchen müssten, das wäre natürlich nochmal eine sehr große Hürde. Wer daran teilgenommen hat und mehrfach daran teilgenommen hat und nicht nur an diesem Kongress, sondern auch an vielen anderen, das habe ich getan, der kann vergleichen und kann sagen, das machen unsere Studierenden wirklich ganz hervorragend. Und es ist eine super Möglichkeit, auch in jungen Jahren einfach schon eigene Ideen zu verwirklichen. Das, was man zusammen sich überlegt, was man bespricht, wo man viel darüber diskutiert, das dann wirklich in die Tat umzusetzen und man dann wirklich ein bzw. zwei Tage hat, wo man alles dann wirklich vor sich stehen sieht und dann hoffentlich doch stolz zurückblicken kann. Also ich persönlich bin sehr, sehr gerne auf dem FUK, weil ich immer wieder interessante Menschen treffe, mit denen ich mich austauschen kann, weil ich immer wieder was dazulerne. Weil ich vor allem auch direktes Feedback zu den eigenen Dingen kriege, die man so im Unternehmen veranstaltet. Weil so viele tolle Menschen hier sind und dadurch die Halle und damit auch unser Universitätscampus summt und brummt.